Ja, wir hatten eine sehr interessante Verabredung mit ihm. In Köln ist er fast so bekannt wie der Dom und auch weit über die Stadtgrenzen hinaus kennt man Henning Krautmacher und die Band Höhner. Klar, das liegt zum einen an der Musik, die im Karneval rauf und runter gespielt wird, und zum anderen an seiner ansteckend guten Laune. Der Mann mit dem markanten Schnurrbart ist eben eine rheinische Frohnatur. Allerdings ging es ihm gesundheitlich nicht immer so gut und das hätte auch schlimm ausgehen können.